Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2. Vierstimmig, lupig, lecker. Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bei der zweiten Folge von Chor in Dosen. Zunächst eine kleine Übersicht, was heute ansteht. Viele Leute haben sich das erste Video angeschaut und es gab sogar eine Einsendung. Nachdem wir uns die angeschaut haben, schauen wir mal, was es mit Loops auf sich hat. Und dann wird ein bisschen gesungen und dann gibt es noch ein bisschen Loops. Und im allerletzten Teil nach dem Abspann kommt etwas zum Abhotten. Doch genug der langen Vorrede. Nun schauen wir uns an, was passiert ist. Es hat doch tatsächlich jemand eine Einsendung gemacht. Er hat sich selbst gefilmt und die beiden Körpergroups aus der letzten Woche sehr exakt und tight durchgeführt und dabei den Text gesprochen. Begrüßt Hendrik B. aus C. Gleich startet das Video, macht euch schon mal bereit. Vier Takte Text und Körpergroove 1, dann vier Takte Text und Körpergroove 2. Auch ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Auch ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Auch ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Auch ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Auch ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Auch ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Auch ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Auch ich bin gut drauf und gehe nicht raus. Nein, 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 nein. Großartig! Super! Yeah. Wunderbar! Wenn ihr auch fleißig geübt habt, dann schickt uns gerne noch euer Video an den Chorverband Berlin. So, nun geht's aber weiter mit Loops Teil 1. Was ist überhaupt ein Loop und wofür braucht man den? Ein Loop ist ein kleines Stückchen Musik, das sich immer wiederholt. Es fängt immer wieder von vorne an. Ja, genauso wie der ewige Kreis. Deswegen ist hier mal ein Kreis und jetzt kommt ein Pfeil. So kann man sich Loops auch vorstellen, wie so ein Zeitstrahl eben als Kreis. Es kommt dann immer wieder, was auf dem Strahl so passiert. Nur wie bekommen wir jetzt unsere Noten da auf den Kreis? Hier ist Pattern 1 aus der letzten Woche. Im Kreis oben auf 12 Uhr ist Zählzeit 1, unten Zählzeit 3, rechts Zählzeit 2 und links Zählzeit 4. Nun tragen wir erstmal die Füße ein. Und jetzt noch die Schnipser oder Klatscher. Und wenn der Zeiger jetzt startet, startet auch die Musik. Bum, kippum, kippum, bum, kippum, kippum, bum, kippum, kippum, bum, kippum, kippum, bum. So, nun weißt du ein bisschen über Loops Bescheid. Jetzt geht's aber ans Singen. Falls in diesem Video hier einmal etwas zu schnell geht oder du etwas nochmal hören oder mitsingen möchtest, dann spring einfach an die betreffende Stelle zurück. Oder verändere das Tempo in den Wiedergabeeinstellungen von YouTube. So, dann machen wir ein kurzes Express-Einsingen, einmal kurz gähnen. Und dabei schön strecken. Gleich nochmal. Klasse, wunderbar. Jetzt fuchtle ein bisschen in der Luft mit den Armen rum und pass auf, dass du dabei niemanden haust. Ja, das sieht gut aus. Trau dich ruhig. Ja, schüttel alles, was du hast. Ja, prima. Jetzt noch ein bisschen Lippen flattern. Du presst die Lippen zusammen und Luft raus. Wenn dir das zu heikel wegen Corona ist, Mundschutz auf. Du kannst dabei auch ein bisschen Motorboot fahren und die Töne rauf und runter fahren lassen. Wichtig ist bei dieser Übung, dass du den Unterkiefer so entspannt wie möglich lässt. Prima gemacht. Während ich jetzt noch ein bisschen erzähle, kannst du einfach deine Schultern ein bisschen vorwärts und rückwärts kreisen. Lass dir dabei Zeit und lass die Arme und Hände ganz locker hängen. Für die nächsten Folgen und heute habe ich ein kleines Stück geschrieben. Es ist vierstimmig und du kannst dir aussuchen, welche Stimme du mitsingst. Wir werden alle Stimmen durchgehen und heute arbeiten wir nur am Intro. Keine Sorge, es wird kein Trauersong, es wird eher eine Mutmachnummer und etwas locker, schwebig, flockiges. Wir starten mit der Sopranstimme.
Wenn du eine andere Stimme gleich üben willst, findest du unten in der YouTube-Beschreibung die Zeitstempel, die du anklicken kannst, um direkt zu der Stelle zu springen. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja, gleich nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Du, 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 du. Prima. Wenn du es nochmal anhören willst zum Üben, spring einfach zurück. Jetzt geht's weiter mit der Altstimme. Und 1, 2, 3, 4. Du, du. Du, du. Prima. Und nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Du. Jawohl. Jetzt kommt die Tenorstimme. Und 1, 2, 3, 4. Dufte. Und nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Und nun der Bass. Und 1, 2, 3, 4. Jupp. Und nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Klasse gemacht. Jetzt spiele ich einfach alle Stimmen auf einmal und du singst deine mit. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Du, 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 du. Und nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Du, du, du. Wow! Dann lass uns gleich weitermachen. Ich habe noch ein paar Takte mehr vom Intro für dich. Hier kommt der Sopran. Und 1, 2, 3, 4. Nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Ja. Jetzt ist der Alt dran. Und 1, 2, 3, 4. Nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Huhu. Achtung, Tenöre. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du.
Nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Du, du. Weiter so. Hey Bässe, jetzt aber. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Oh, nochmal. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Ach, schön. Und jetzt wieder alle Stimmen. Du singst deine einfach mit. Ach so, wir fangen ganz vorne an. Und 1, 2, 3, 4. Du, 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 du. Wow, das ist ja großartig. Du hast das spitze gemacht. Jetzt geht's weiter mit den Loops Teil 2. Wie kann man eigentlich seinen eigenen Loop finden? Da gibt es verschiedene Ideen, Methoden und Bilder für den Kopf und für das Herz. Manche sagen, es ist einfach Freestyle, das, was dir einfällt. Manche sagen, erst singst du einen Ton, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten, dann den nächsten. Und was dir gefällt, wiederholst du einfach. Hör auf dein Herz und auf das, was sich passend und gut anfühlt. Das Stück, was ich geschrieben habe, hat auch eine Strophe. Und die Akkorde davon, die lasse ich dir jetzt einfach mal im Loop laufen und du singst einfach dazu, was dir einfällt. Ja, trau dich! Keine Sorge, es guckt keiner zu. Du kannst es. Und wenn du dir noch unsicher bist, dann schließ einfach die Augen. Dann geht es leichter. Wow, das hast du richtig klasse gemacht. Danke, dass du dich getraut hast. Was? Dir war der Abschnitt zu kurz? Dann spring nochmal zurück und sing nochmal. Ach so, es kann sein, dass diesmal etwas ganz anderes aus dir rauskommt. Das ist das Tolle, wenn man sich Loops ausdenkt. Nun gibt's da aber noch 2 Fragen, die zu beantworten wären. Was kommt in den nächsten Folgen? Gemeinsam mit dem Chorverband laden wir auch noch andere Ärztinnen und Ärzte ein, die euch hier bei Chor in Dosen während der Abstinenz von den sonstigen Chorproben mit Tipps und Schnips, Musik und Groove und vielleicht auch der einen oder anderen Überraschung versorgen werden. Ich selbst werde an dem Song mit euch weiterarbeiten, damit wir ihn auch bald schon fertig haben und ihn dann gemeinsam singen können.
Und wann? Jede Woche soll mindestens ein Video rauskommen. Wir geben uns Mühe, dass es auch ein bisschen schneller geht. Aber, naja. Homeoffice! So, das war die zweite Folge von Chor in Dosen. Medizin nach Noten vom Chordoktor Ilja Prinzer. Präsentiert vom Chorverband Berlin. Spirited. Ladies Required. Burgstein. Brücker Gospel Chor. Was? Du bist immer noch dran? Okay, hier gibt's ein Extra. In Zeiten wie diesen ist es äußerst wichtig, dass die Spaßability nicht zu kurz kommt. Deswegen gibt es nun für dich ein paar Loops ineinander geschachtelt. 5 Stück und es soll ein bisschen funky sein. Du kannst dazu gerne ausrasten, durch die Bude hüpfen und mitsingen. Viel Spaß! Ach so, wenn du Lust hast, mach ein Video davon und schick es deinen Freunden. Dann jammen sie mit. Und denkt an den Abstand. Do-d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 o